Es fehlt nur noch der Geruch von gebrannten Mandeln in der Luft, dann wäre die Illusion perfekt. Willkommen in Stefans Kirmeswelt. Das ist ein Modellkirmesplatz, so wie ich mir den vorstellen würde. Die Fahrgeschäften, Buden gibt es alle im Original. Und das ist halt so der Reiz, das möglichst irgendwie so zu treffen, dass jeder andere das dann auch wiedererkennt. Oder dass vielleicht der Schausteller, wenn er das selber vielleicht mal sieht, dann auch sagt, ah, das ist aber mein Geschäft und das sieht ja genau so aus. Das ist so eher der Reiz. Stefan Hirschfeld aus Bad Arolsen hat seinen Kirmestraum verwirklicht. Als kleiner Junge kann er vom Fenster der Großeltern hautnah die Aufbauarbeiten zum Bad Arolser Viehmarkt verfolgen und macht Strichlisten, wie viele Wohnwagen, Zugmaschinen und Fahrgeschäfte kommen. Kindheitserinnerungen. Und abends höre ich noch, dass irgendwie was Größeres vorbeifährt. Da bin ich aufgesprungen ans Fenster und dann sehe ich halt den Kran vom Riesenrad, wie er durch die Stadt fährt, mit den Warnlichtern oben drauf an und so. Und das ist so ein, ja, war irgendwie prägend. So, das habe ich nicht vergessen. Warum das auch so ist, ich weiß es nicht, aber das hat mich fasziniert. Eine Faszination, die in geradezu brennende Liebe zum Detail ausufert. Rund 5000 Figuren und 50.000 Leuchtdioden hauchen all dem Leben ein. Alles originalgetreu, Maßstab 1:87. Der Autoscooter ist ein Nachbau von der Firma Distel im Original aus München. Und der Autoscooter, der ist zum Beispiel in Fulda auf dem Schützenfest oder in Bad Hersfeld auf dem Lulusfest regelmäßig zu Gast. Ich glaube, an dem Autoscooter hatte ich so 4-5 Monate gearbeitet. Je nachdem, wie man Zeit hat, wie man Lust hat. Seit 2017 arbeitet der 34-Jährige an dieser Anlage. Auf fast 6 Quadratmeter Fläche hat sich sein Miniaturwunderland mittlerweile ausgebreitet, weil Stefan Hirschfeld in seiner Freizeit Bratpfanne gegen Lötkolben tauscht. Ich bin Koch bzw. Küchenchef im Hotel und das jetzt hier ist der Gegenpol dazu. Ne? Hier kann ich versinken in der Kirmeswelt. Denn draußen ist ja nicht viel mit Kirmes. Keine Gelegenheiten für neue Eindrücke und Inspirationen. Auch der Bad Arolser Kram- und Viehmarkt, sein Heimspiel, konnte in diesem Sommer nicht stattfinden. Das fehlt. Letzte Woche war es ja gewesen. Und in Arolsen, da tickt die Uhr etwas anders. Den Geruch, die Geräuschkulisse, die Leute, die Menschen, das Licht der Fahrgeschäfte, so dieses Gesamtpaket. Gut, wenn man seine ganz eigene kleine Kirmes zu Hause hat. Und Stefan Hirschfeld zeigt diese Welt gerne her und tourt damit deutschlandweit zu Volksfesten. In diesem Jahr allerdings wird da nichts mehr draus, wegen Corona leider.